genau auf der App. Ich habe dem Buch drei Zitate vorangestellt, die ich euch mitvorlese, weil man dann vielleicht ein bisschen besser versteht, worum es gehen wird. Das erste ist ein sehr kurzes Gedicht von Ezra Pound. Und die Tage sind nicht lang genug und die Nächte sind nicht lang genug und das Leben rennt wie eine Feldmaus, nicht mal das Gras zittert. Zu dem Satz selbst von Edmund Husserl. Und dann von Lina Dunham, ich finde nichts mutiger, als wenn jemand verkündet, dass seine Geschichte es wert ist, gehört zu werden, vor allem wenn dieser jemand eine Frau ist. Ich bin 13 und ich hasse mich selbst. Alles fühlt sich falsch an, mein Körper die Schütze, die ich stehe. Ich bin dünn heute. Jedes Gefühl, jeder Anspruch meiner Freunde, meiner Mitschüler, meiner Eltern dringt sofort zu mir durch. Ich hatte keine Membran. Als Joanna mir in der S-Bahn sagt, dass ich im Profil wie eine Maus aussehe, fange ich sofort an zu heulen. Meine Eltern und ich fahren in diesem Frühling nach Florenz. Wenn Sie sich die Stadt anschauen, gehe ich noch, das ist ein windiger Tag. Ich verliere im Sturm meine linke Kontaktlinse und weine den ganzen Nachmittag. Danach fasse ich den Entschluss, etwas für die Schülerzeitung zu machen, gegen Nazis und so. Das steht in meinem Tagebuch, das ist der 25.04.2001, 6 Monate vor dem 11. September. Im Sommer überredet mich Joanna, eine schwarz-weiß gestreifte Zebra-Schlagfoto von Mango zu tragen. Wegen des durchgestrichenen Hakenkreuzes, das ich mir auf die Dienstjacke genäht habe, spricht mich auf dem Weg zur Schulcafeteria ein Mädchen aus der 9. an. Lea hat rote Dreadlocks, ich vergötte Luffy. Joanna und ich treten in die unabhängige Antifa-Reinigung ein. Die Mitglieder der unabhängigen Antifa-Reinigung versammeln sich einmal die Woche am Mittwochabend im Keller der Tegeler PDS. Meistens sind Björn und Nicole. Björn hat zurückgekehrte, blonde Haare, ein breites Lächeln, schlechte Zähne und er trägt ausschließlich Schwarz. Der letzte Punkt des Protokolls heißt Sonstige. Diskussionen zu diesem Punkt dauern immer am längsten. Sonntag sitzen wir auf der Wiese am Tegeler See. Die Wiese soll bebaut werden. Mal heißt es, er soll ein Altersheim, mal Luxuswohnung. Um gegen die Bebauung zu protestieren, veranstalten wir das Wiesenfest. Die Plakate machen wir selbst, zwei Mädchenrücken und eine Gitarre. Die Wiese gehört uns. Auf dem Plakat sieht man ein Stück meines Jamaika-flaggenfarbenen String-Tangas aus dem Dreierpaket von H&M. Die Wiese. Schaut man von der Straße auf das Hafenbecken, sieht man nur einen verhältnismäßig kleinen, abschüssigen Teil, der hinunter zum Wasser führt. Weiter rechts gibt es einen Hügel hinauf. Oben begrenzt sich das langgestreckte Gebäude der Humboldt-Bibliothek. Das Wichtigste ist die Insel im Hafenbecken des Tegeler Sees. Sie ist dicht gewachsen und voller Findlinge, da kann man kippen. Zwischen der Straße und dem Wasser ist eine Bronzeplatte in den Boden eingelassen. Darauf stehen die Brüder von Humboldt mit einem Affen. Der Affe sitzt mit gebeugtem Rücken traurig auf dem Boden. Wilhelm hält eine Schlitzstraße in der Hand, Alexander ein Messgerät. Irgendwie heißt bei uns im Bezirk alles nach den Brüdern Humboldt. Humboldt-Bibliothek, Humboldt-Hafen, Humboldt-Gymnasium. Mein Vater ist Schulleiter des Humboldt-Gymnasiums. Ich habe erst vor kurzem so richtig verstanden, dass das daran liegt, dass die Brüder Humboldt in Reinickendorf noch geboren sind. Das Beste für uns ist es, zu dieser Zeit nach Friedrichshain reinzufahren. Da essen wir Pizza im Pizzaberg am Hoxhagener Straße. Oder wir laufen barfuß den Fenster Berg, beim Dauerberg. Oder wir kaufen uns Hanftee im Hanfladen am Cottbusser Tor. Es ist eine Zeit, in der dritte Weltwesen gerade noch dritte Weltwesen heißen. Und Joanna und ich unterhalten uns darüber, dass wir später so eine Frau mit ganz vielen Tüchern um den Kopf und Nasenring werden wollen. Und dass wir dann in der Bergmannstraße in Kreuzberg leben werden. Wir schnorren so lange Geld, bis wir genug für ein Eis zusammen haben. Wir sagen den Leuten natürlich, dass wir das Geld für Eis brauchen. Später, als wir so 14, 15 Jahre alt sind, lernen wir Alex kennen. Alex ist mindestens 30, trägt eine Schiebermütze und raucht Zigarren, was er nicht ironisch meint. Aber es ist auch noch lange vor der Zeit, in der etwas ironisch zu tun oder zu tragen, Joanna und mir als Lebenskonzept auch nur andersweise einleuchten würde. Alex ist der Anführer der Gruppe Revolution, die uns radikaler vorkommt als unsere Antifa-Gruppe, mit der wir fordern, immer weniger Zeit verbringen. Es ist die Zeit des Irakkriegs, kein Blut für Öl, dass wir wochenlanges Warten auf den Tag X. Der Tag X wird den 20. März 2003 sein, an dem die Amerikaner die erste Bombe werfen werden. Das X ist ein albtraumhaft zitternd designtes Kreuz auf einem schmeckig glänzenden Postkartenflyer, den wir in der Schule verteilen, könnte die Einladung zu einem Filmabend mit Horrorfilmen sein.
zu Weihnachten verkleiden wir uns als Weihnachtsmänner und laufen mit Schleierkorben auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz herum. Ein Passant spricht mich an und fragt, wie alt sind wir? 28? Ja, da hat man noch Träume. Geschwänzen der Kriegsausbruch in die Schule. Der Schulleiter verleiht sich eine Strafaussatzschreibung. Ich lese ihn vor der Abgabe meiner Mutter vor, ich finde ihn gut. Die wichtigste Aktion der Gruppe bedarf wochenlanger Vorbereitung. Sie besteht darin, ein Transparent von der Siegessäule herunterzulassen auf dem Steg Revolution Now. Wir trinken Glühwein in der uneingerichteten Wohnung von Alex, der in der obersten Etage eines der Plattenbauten Hochhäuser am Alexanderplatz wohnt. Einer aus der Gruppe bald ist 50. Er lädt uns zu sich nach Hause ein. Er wohnt bei seiner Großmutter oder jedenfalls ist seine Wohnung so eingerichtet, als wohne er bei seiner Großmutter. Porzellangeschönter Schrankwandfenster. Wir wollen eine Marx-Lesegruppe machen. An diesem Tag liegen wir die ersten zwei Seiten des Kommunistischen Manifestes. Als wir nach Hause gehen, sagt Joanna zu mir, es braucht nach Kuh. Wir gehen nicht wieder hin. Danach setzen wir dann noch einmal ein Jugendzentrum, das geschlossen werden soll. Joanna und meine Aufgabe ist es, dann lächelnd eine Sprache zu sprechen. Als die anderen nicht wieder rauskommen, fahren wir einfach nach Hause. Später organisieren wir in einem anderen Jugendzentrum Filmabend und trinken Kiba, also Kirschbananensaft. Aber da sind Joanna und ich innerlich nicht mehr richtig dabei von der Einstellung her. Mit 15 haben wir es wieder entpolitisiert. Ende 2003 trat ich für ein Austauschjahr nach England, fange dort an, Kajalschriften und Drogen zu tragen, exzessiv meine Bisexualität zu thematisieren und in meinem Philosophiekurs Essays über masochistische Tendenzen in der christlichen Religion zu verfassen, die ich später meinem Vater am Telefon vorlese. Die Tegeladiese ist heute gebaut, das Humboldt-Denkmal haben sie versetzt für das Altenheim.